Ghost, I come from Germany. Do you see my ass on my chest? I'm not Superman, you can call me what you want. Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen. Und lieber früh als spät als nie, wie auch immer dieser Spruch gehen soll, hat sich das Ding zwischen Abu Osman, der vom Remo-Clan ist, und den Tschetschenen erledigt, wie ich es prophezeit hatte. Denn er ist komplett ausgerastet. Für diejenigen, die das Video dazu nicht gesehen haben, hier ein kurzer Ausschnitt davon. Komm mal rein und komm mal nach Schwarten, du Hurensohn. Ich ficke deine tschetschenische Mutter, ja, Huscharmota. Weswegen es da überhaupt zum Beef gekommen ist, erklärt er euch selbst. Schaut es euch an. Es war abgemacht, 50%. Er hat immer härter gemacht. Ich habe dann auch etwas härter gemacht. Daraufhin hat er aufgehört und hat mich als Arschloch beleidigt. Versteht ihr? Ich habe ihn zurückgesagt, dass er ein Arschloch ist und dass er nicht beleidigen soll und leise sein soll. Sonst schlage ich ihn K.O., habe ich zu ihm gesagt. Ja. Während ich mit ihm rede, hat sich ein weiterer Bruder von dem Typ, mit dem ich Sparring gemacht hat, eingemischt. Während wir am Sprechen waren und wir uns verständigen wollen, hat er mir einfach ohne Handschuhe und Straßenstyle-mäßig eine rein gedrückt, versteht ihr? Und damit ihr versteht, warum ich das so heftig verurteilt habe, er hat ja nicht nur diese eine Aussage mit Hason getätigt und gesagt, eure tschetschenische Mütter, bla bla bla. Das war ja nicht alles. Hier noch ein kurzer, weiterer Clip, um euch zu verdeutlichen, warum das Ganze wirklich sehr, sehr ernst war und hätte komplett eskalieren können. Ich komm weg, einig, ja, Huscharmota. Komm nach Schwandau, wenn du ein Mann bist. Komm nach Schwandau, ich ficke deine Mutter. Ja, Huscharmota. Einig, och, tag, einig. Und wenig anders zu erwarten, ist die Thematik halt sehr, sehr groß geworden. Ihr wisst, Tschetschenen lassen sich sowas nicht gefallen. Und es gab ja schon mal einen Vorfall zwischen Tschetschenen und dem Remo-Clan. Es ist ja komplett eskaliert in Berlin, Neukölln. Die Straßen wurden quasi dicht gemacht von der Polizei. War ganz, ganz gottlos. Dann haben die sich am Ende hingesetzt, Friedensgespräche geführt. Und dann war das Ding auch wieder zu. Könnt ihr alles immer im Video zu dieser Thematik hier sehen. Aber schlussendlich kam es halt soweit, die haben sich getroffen und was mich wirklich sehr, sehr überrascht ist, dass Abu Osman einzig und allein mit seinem Bruder Abu Hamza dahin gegangen ist, also mit Taufik Remo. Die hätten es auch anders machen können, die hätten, keine Ahnung, mehrere Familienmitglieder mitnehmen können, 40, 50, dahin ins Gym gehen, was überwiegend gefüllt ist mit Tschetschenen und ihr werdet gleich in den folgenden Clips auch sehen, dass dort 20, 30 Tschetschenen waren und die waren nur zu zweit dort und dementsprechend musste sich entschuldigt werden. Und man muss hier fair bleiben. Es ist, sage ich mal, ein Zeichen des Entgegenkommens, dass man das Ganze hat mit einem Entschuldigen durchgehen lassen. Denn wie gottlos hat er beleidigt? Wie gottlos ist er aus der Haut gefahren? Das kannst du auf keine Art und Weise entschuldigen, normalerweise. Aber schauen wir uns mal die ganzen Clips erstmal an. Damit du und die anderen wissen, jetzt hast du einfach Adam beleidigt, ja? Für uns und für die anderen, für uns scheiße egal, dass Adam oder so... Drinnen, du beleidigst Tschetschenen. Das ist Adam und so. Wenn du etwas mit Adam persönlich, musst du Adam anrufen. Wenn etwas sagst du da drinnen und sagst du Adam, das gehört zu uns. Alles für jeden. Und hier mal das Ganze aus einer anderen Perspektive. Und die Tschetschenen, das was passiert ist, ja, genau. Das war nicht in Ordnung. Ich entschuldige mich bei allen tschetschenischen Brüdern und bei allen tschetschenischen Geschwistern. Meine Mütter und meine Geschwister. Damit deine Zuschauer wissen. Ich habe Respekt vor jedem tschetschenischen Mann und vor jedem tschetschenischen Ich habe kein Problem mit dem, das was ich gesagt habe. Das sind Deutsche, die dauern schon so gut. Ich entschuldige mich dafür. Und, es gibt keine Probleme zwischen mir und der tschetschenischen Community. Ich bitte euch, dass ihr mir auch verzeiht für die Wortwahl, wie ich geredet habe. Das war nicht wirklich alles, was ich gesagt habe, nehme ich zurück zu mir. Versteht ihr? Und, ja, wir auch, ich frage mich jetzt, Erstmal, damit du und die anderen wissen, jetzt hast du einfach für uns und für die anderen, für uns scheiße egal, dass Adam oder so, da drinnen, du beleidigst Tschetschenen. Das ist Adam und so, wenn du etwas mit Adam persönlich, musst du Adam anrufen. Wenn etwas sagst du da drinnen und sagst du Adam, das gehört zu uns. Alles Tschetschenien, alles Tschetschenien. Das ist nicht einfach für Adam. Das ist nicht einfach für Adam.
Und von diesem Aufeinandertreffen gab es halt sehr, sehr viele Perspektiven. Um alles verstehen zu können, muss man sich einige Perspektiven unterschiedlich zueinander reinziehen, weil auch viel dazwischen gesprochen wurde. Ich so gesagt habe, aus Hass oder irgendwas, weil er uns, verstehst du? Das hat mir eine Vorgeschichte. Guck mal, jetzt wir sagen da, was da passiert, was du sagst, jetzt gleiche. Erstmal, wir in live sagen, sagen ja? Nee, wir in live sagen, hier, reden, sag mal hier. Trinken, ne? Und hier ein weiterer Clip. Ich habe zu Ihnen Arschloch gesagt. Naja, und am Ende natürlich, damit das auch für die Öffentlichkeit ein gutes Gesamtbild abgibt, wurde sich nochmal in einem offiziellen Entschuldigungsvideo die Hand gegeben. Und hier seht ihr es nochmal ganz schön. Abu Asman war alleine mit Abu Hamza da. Ich habe erfahren, dass die Remos, also Cousins von denen, die gehören ja zum Remo-Clan, dass Cousins von denen, beziehungsweise auch die Brüder von denen, ihr wisst ja, Abdul Qadir ist noch der Bruder und diverse andere, und dass die Familie von denen gesagt hatte, ey, wenn ihr da hingeht, da werden sehr, sehr viele sein. Wir kommen mit. Dann wären die auch mit 50, 60, vielleicht sogar 70, 80 Mann da hingegangen. Dann hätte das Ganze in einer Eskalation enden können. Wozu haben sich diese beiden entschieden? Die haben gesagt, ey, wisst ihr was? Wir gehen einfach zu zweit nur dahin. Was soll schon passieren? Dann packen die uns vielleicht und vermöbeln uns. Aber wir sind hier in Deutschland. Mehr kann da nicht passieren. Und am Ende des Tages sind die zu zweit hingegangen, haben sich gerade gemacht, was auch absolut richtig ist. Denn nochmal, das, was Abu Asman da gesagt hat im Livestream, so kennen wir ihn gar nicht. Und so, wie er aus der Haut gefahren ist und von oben bis unten beleidigt hat, das ist ein absolutes No-Go. Und er kann froh sein, dass er da so glimpflich davon gekommen ist. Auf Real Talk. Und dass die da so kulant und korrekt waren, das einfach so durchgehen zu lassen. Also labert jetzt nicht was von wegen, haha, peinlich, er hat sich entschuldigt, dies, das. Das ist das Mindeste, was er hätte machen können. Und Respekt an die Gegenseite, die das so akzeptiert haben. Naja, was Größeres wurde dadurch jetzt verhindert. Zum Glück. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und wie immer mussten sich halt auch TikToker dazu äußern. Einer von denen, Magomed, den kennt ihr ja. Liebe geht hier an der Stelle raus an den Jungen. Sehr, sehr guter Junge ist das. Habt ihn ja auch persönlich kennengelernt. Hören wir mal, was er zu sagen hat. Und solange er noch nicht in der UFC ist. 4 oder 3 Jahre hat er noch Zeit dafür. Let's go. Assalamu alaikum an alle meine muslimischen Brüder. Ich würde zu sagen, wegen Abu Asman. Ich habe gesehen, mashallah, die haben Heil gemacht. Und die haben sich gesammelt wie Brüder und so. Alles geklärt und so. Und das freut mich natürlich. Und hier gibt es diejenigen Leute, die immer noch Fitna machen wollen zwischen die Libanesen und Tschetschener, die dumme Sachen schreiben beim Kommentar. Und wenn man das genau nimmt, sind das ja im Grunde genommen ja Libanesen, aber Mardellis sind eher auf der kurdischen Seite. Das finde ich sehr respektlos und sowas. Ihr seid diejenigen, die Fitna machen zwischen Muslimen, zwischen zwei Nationalitäten und sowas. Abu Asman hat sich wie ein Mann entschuldigt. Und die Tschetschenen hat wie ein Mann diese Entschuldigung angenommen. Und vergiss nicht an meinen Bruder, wir sind alle muslimische Brüder und macht bitte keine Fitna zwischen die Leute. Assalamu alaikum. Ich finde, das waren schöne Worte, die er da von sich gegeben hat. Eine Umma, die sollte zusammenhalten und nicht in Krieg verfallen. Natürlich sind sehr, sehr viele dieser Menschen, wie ein Abu Asman und Co. oder auch die Gegenseite, sehr hitzköpfig, sehr getrieben von hohen Testosteronspiegeln. Nichtsdestotrotz, man muss versuchen, ein Level der Vernunft beizubehalten, ein Level des Respekts. Aber, wie sagt man so schön, Fehler macht jeder von uns. Und keiner ist fehlerfrei, und wenn man dazu bereit ist, die Fehler einzusehen und die, ganz, ganz wichtig, in Zukunft nicht wiederholt, weil ansonsten würde ich ja hier auch noch so Leute wie ein Barello und Co. gut reden, nicht wiederholt, ich betone es hier nochmal, dann ist doch alles in Ordnung. Aber wo wir gerade dabei sind, wo ich gerade Barello erwähnt habe, was ist jetzt eigentlich mit seinem Comeback? Er ist auf Yasser gestoßen, ja, kurz nach seinem Comeback. Was haben die da zu bereden? Ja, zu Hause. Oft. Zu Hause. Aber weil du bist bei RTL gekommen, Bruder. Du warst bei RTL. Scheiße. Sultan, ja, genau. Aber RTL berichtet. Nur Lügen. RTL berichtet, dass du drinnen warst. Ich war. Ich schwöre, ich war drin. Ja, drin, zu Hause warst du. Ich schwöre, du warst.
Was? Drinnen, zu Hause warst du ja. Ja, wo drinnen zu Hause? Was sagst du? Aber du hast, ja, RTL und Bild haben behauptet, du warst drin, aber du hast nie behauptet. Du warst doch einfach weg. Ja, Leute, warte mal. Zeynep, du hast 100% recht. Ja, Roger, danke. Kumai, danke. Salamu alaikum. Also Barello hat nie behauptet, dass er irgendwann drinnen war oder abschiebehaft oder keine Ahnung. Hab ich auch nicht, wallah. Unter danke, Judah, danke. Ja, lass die Kommentare an, wallah. Mag die Kommentare nicht oft. Warum? Was gibt's denn mit deinen? Alex, was gibt's denn? Nein. Was schreiben die denn? Keine Ahnung, wallah, juckt mich auch nicht. Heute ist mein letzter Tag. Nein, Mann, sag sowas nicht. Oh, wallah. Weiteren Dank. Denkst du, es juckt mich? Guck mal, die mich feiern, sagen King, sowas interessiert mich. Was der Rest sagt, Lügner. Dies, das. Weißt du, welche Leute die sind? Die in Kommentare geschrieben haben. Ja, Mann, endlich abgeschoben. Hier. Wallah, ganz ehrlich, ich war aber auch geschockt. Manche Kommentare, weil alle, viele haben sich gefreut, dass du, wo sie gehört haben, dass du angeblich drin bist, viele haben das gefeiert. Ich weiß, deswegen. Die mich feiern und so, die mich lieben, Liebe zurück. Und die Mama, sich gefreut haben. Ich würde mein Schlimm. Die sich gefreut haben, hier bin ich in Deutschland. Was wollt ihr machen? Mein Chero auf euer Kopf. Mein Chero auf euer Kopf. Genau. Ja? Ja, Jörn. Nee, danke, Vincenzo, danke. Jörn. Leute, kommt alle zusammen, die Runde gehört uns, Leute, kommt! Dragan, danke, nein. King, ich liebe euch, Leute, wallah. Lisa, danke. Alaikum salam. Ich liebe nur Alaikum salam. Leute, einmal durchfolgen auf den Account, Leute. Folgt einmal alle durch. Leute, bei mir, ob ihr folgt oder nicht, Leute, ich werde aufhören heute mit TikTok. Sag mal, bei dir drüben, die sollen bei mir voll durchfolgen. Macht bloß weg, Leute. Bei voll überzeugend, aber. Was? Du hast es voll überzeugend gesagt gerade. Ja, macht, Leute, bitte. Danke. Ey, was sagen die Leute? Du hattest mit Umut Stress gestern. Hast ihm verraten. Schreib. Naja, und da gibt's halt immer noch ein Mysterium drumherum, wenn man sich die Kommentare zum Beispiel durchliest. Ich habe gerade ein paar Kommentare gelesen. Da schreibt einer, an der Heizung erkenne ich, dass er in Kosovo ist. An dem Getränk hat man erkannt, dass er wohl in Kosovo sein muss und nicht in Deutschland. Er tut nur so. Er zeigt nicht einmal aus dem Fenster raus. Und. Also ein Riesenmysterium hat sich da drumherum gebildet. Vielleicht ist er tatsächlich abgeschoben worden und will es einfach nicht zugeben, um seinen Hatern keine Genugtuung dazulassen, weil es haben sich wirklich sehr, sehr viele erschreckenderweise gefreut. Da seht ihr einfach, wie schadensfroh viele Menschen sein können. Auf der anderen Seite kann man das aber auch nachvollziehen bei jemandem, der ständig lügt, dass er mal vom Karma erwischt wird. Deswegen, wir haben immer noch keine richtige Antwort. Nichtsdestotrotz gibt es dazu ein interessantes Video, wo das alles zusammenfassend nochmal recherchiert wurde, aufgezählt und vielleicht kriegen wir da ja eine Antwort, die zufriedenstellend ist. Barello ist wieder da, also er macht jetzt wieder Livestreams. Aber Barello, wo warst du denn? Ist doch scheißegal, wo ich war. Ich bin gerade live. Das ist wichtig, Leute. Wir zeigen dir das Wichtigste aus Barellos Stream, wo er jetzt angeblich ist und wie es im Knast gewesen sein soll. Zum Thema Knast. Hab's und Seife aufheben, Leute. Letzte Woche hat Barello zu Gewalt aufgerufen und sich antisemitisch geäußert. Die Konsequenz? Barello soll wirklich abgeschoben werden? Problem, es gab keine richtige Quelle dafür. Und los ging der wilde Ratespaß. Abschiebung oder nicht, alles fake. Gestern gab's auf jeden Fall das Statement. Du bist in Deutschland. Ja. Wir sind übrigens auch in Deutschland, da kann man schon mal das Plus für wegmachen. Aber die Community, die hat Zweifel an Barello, die suchen lieber selber nach Indizien. Diese Flasche zum Beispiel, das ist nämlich eine slowenische Limo. Und da ist kein Pfandaufkleber drauf. Die Indizien reichen ihnen aber nicht. Die TikTok-Sherlocks nehmen ihn sogar ins Livestream-Kreuzverhör. Zeig dein Zimmer, ich bin nicht bei mir. Ach, Marek, aber vielleicht geht er in die nächste Falle. Zeig Handynetz. Wie zeigt man Handynetz? Verstehe ich nicht. Na so, dann sagt Barello noch, er war 2 Tage im Knast. Details dazu gibt's nur zum Duschen. Ich dachte mir, Leute, extra, ich werde 2 Tage nicht duschen gehen und so, ne? Bis ich freigelassen werde. Zu den Äußerungen, die ihn in die Lage gebracht haben, sagt er dann noch das hier. Ich habe Sachen gesagt, die man nicht sagen sollte. Die sind ausgerutscht vom Mund. Krupp. Immerhin so eine Art Entschuldigung und dann kommt noch das hier. Ich habe übertrieben, was ich gesagt habe. Natürlich sollte man aufhören. Weil die dort Krieger, muss man in Deutschland oder was? Was hat Deutschland damit zu tun? Der neue Accountname Barello Rockefeller lässt aber vermuten, gelernt hat er nicht. Den Account hat er sich übrigens von Umut gebohrt. Und Barello weiß genau, mit diesen Aktionen kriegt er Cloud. Der Account hat heute Morgen schon wieder 75.000 Follower und ist schon wieder gesperrt. Und jetzt fängt er auch schon wieder neuen Fitten an. Diesmal mit dem angeblichen Manager von Momo News und Nino. Die lassen
mich sperren, Yasser sperren, Arafat sperren. Für diese Zuschaueranzahl, was ich habe, ich mache zu wenig Geld, Leute. Wir glauben, egal was jetzt stimmt oder nicht, das wird ihm auf jeden Fall nutzen. Und solange wird er damit auch nicht aufhören, weil Barilla macht Lieder, war ich mein... Wie habt ihr gemerkt, ich versuche in letzter Zeit oftmals unsere TikTok-Cringe-Folgen ein wenig mit lustigem Inhalt zu füllen. Das machen wir auch in dieser Folge und gönnen uns ein Video von dem Bruder Alan Bengovic. Liebe geht hier an der Stelle raus an ihn. Ich muss sagen, egal bei welchem TikToker, bei ihm lache ich am meisten. Let's go. Mein Traumjob war immer Polizist, aber ich habe keine deutschen Papiere. Kann ich bei Ihnen vielleicht schwarz arbeiten? Da hinten kannst du schwarz arbeiten. Wo? Da, bei den Containern. Bei den Containern? Da kannst du schwarz arbeiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Ach so, aber das ist keine Polizei. Ich würde gerne bei Polizei arbeiten. Das wird nicht gehen, das weißt du so. Geht nicht? Da muss ich mich bei der Russischen melden, weil da nehmen sie auch Schwarzarbeiter. Kollege, ja? Ich muss dringend telefonieren. Kann ich anrufen, bitte, vor dein Handy? Ja, kannst du. Okay, danke schön, ja? Warum rufst du nicht mit deinem Handy an? Ja, man, das Problem ist, mein Handy ist iPhone 12 und das kann man nur mit 13 anrufen. Ach so. Willkommen in Basechat. Ich bin Jenny, dein Dating-Assistent. Hallo? Wer ist der? Ich wollte fragen, so Dating, Mating, weißt du was ich meine? Onkel Abi, wie alt bist du eigentlich? 38. Onkel Abi, was sagst du heute Abend, ein Date? Bruder, reicht jetzt. Du musst jetzt schon mit deinem Freund kurz sprechen, aber jetzt seit 20 Minuten redest du immer noch. Ich habe gesagt, ich rede mit Onkel, Dating mit Onkel. Ja, aber du hast gesagt, ich rede mit meiner Frau und kurz nicht so viel. Habibi, Albi, das ist wahre Liebe vielleicht, du weißt nicht. Was wahre Liebe? Das ist schon ein Mann. Ja und? Ein Mann ist ein Mann. Excuse me, wir haben 2022. Bei mir egal, gib mir mein Handy, ich muss gehen jetzt. Habibi, Albi, alter Schwede. Ja, mein Sohn kommt jetzt, ich muss gehen jetzt. Gib mir mein Handy, Bruder. Ey, Habibi, das ist Onkel Abi, wahre Liebe und so. Ey, Kollege, nimm doch, Alter. Hier, vielleicht kannst du mit ihm selber telefonieren. Nein, ich will nicht. Spaß, Habibi. Das ist nur Basechat-Werbung. Ja, bei mir egal, Basechat, mir spät. Du hast gesagt, ich rede mit meiner Frau. Kollege, Entschuldigung, eine Frage. Ich habe Stress mit Hamza Jim. Er will mich hauen. Kannst du so tun, als wärst du mein Onkel und Ansage machen an Hamza? Wer ist Stress? Hamza Jim. Kennst du diesen Typ? Hamza. Sag, du bist mein Onkel und so. Ja, wirklich, weil sonst ich kriege Stress, miese Stress. Hamza. Bitte, Onkel Abi, ich sage dir, was du sagen sollst. Ich zeige dir sein Bild. Aha. Bizeps? Bizeps. Lakabu Hamza. Lakabu Hamza. Was denkst du, wer du bist, ja Zalame? Was denkst du bist, Hamza? Lak Hamza, komm eins gegen eins. Lak Hamza, komm eins gegen eins. Geil. Bruder. Ich habe einen Kunden, der hat bei mir grünen Stoff bestellt. Hier ist grüner Stoff drin. Aber ich finde nicht, und Polizei ist hier gekommen. Ich habe Haftbefehl und so. Kannst du bitte halten? Halt bitte, Bruder, bitte. Bitte halt, bitte, Habibi, weil Polizei sucht mich. Ich will nicht Seife aufheben und so. Ich kipp mich. Bitte. Nein, ich will nicht, Bruder. Bitte, Bruder, bitte. Ja, bitte, halt hier. Bitte, Habibi, bitte. Bitte, Bruder, bitte nicht, ja. Bitte, Habibi, ich komm. Ich will nicht, Bruder. Bruder, das ist nur ein bisschen grüner Stoff, Digga. Alles klar, warte, mein Kunde kommt gleich, mein Läufer, ja? Kollege, ja? Du siehst so aus, als würdest du ein bisschen grünen Stoff brauchen. Hast du Bock auf grünen Stoff? Nein, Bruder. Warum? Weil ich schwarz bin? Wie? Wie? Weil ich schwarz? Nein, du siehst auch so, als wärst du Stoff gebraucht. Was meinst du? Nur weil ich schwarz bin oder was? Nein, Alter, Schwede, Mensch ist Mensch. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, Alter. Sag ich dir ehrlich, Digga. Hier, ich hab Qualität. Hier, Bruder. Bitte gönn dir, bitte, Habibi. Gönn dir, Baba, Qualität. Nein, ich hab nichts damit zu tun. Nein, Bruder, bitte gönn dir. Nein. Habibi, Albi. Nein. Bitte gönn dir. Nein. Gönn dir, Bruder. Bitte, Habibi, gönn dir. Das ist Qualität. Oh. Kollege, was hast du gemacht? Wie, was hab ich gemacht? Digga, die Bank ist frisch gestrichen. Was laufst du, Digga? Redest du, ist alles trocken, Digga. Ey, Kollege, ich mach Strafanzeige, Alter Schwede, Digga. Was für Anzeige, Digga? Alter Schwede, setz dich auf die Bank hin, Digga, die radioaktiv ist. Verstrahlst hier die ganze Gegend, Alter Schwede, Digga. Hörst du dir zu, was du überhaupt redest? Alter Schwede, Radio. Vor allem hier sein Mikro einfach maximal auffällig. Radioaktivität verbreiten hier. Der Typ hat gerade Radioaktivität verbreitet. Radioaktivität ist Verstrahlung. Ah. Ich muss ihn jetzt packen. Bleiben Sie einfach mal stehen. Ich rufe jetzt die Polizei. Hallo Polizei. Alter Schwede, hier ist Alex 187 von Wish bestellt. Alex, nein, es gibt kein Zurück mehr. Er verstrahlt gerade Radioaktivität hier. Hallo, bleiben Sie mal stehen. Hallo. Nur noch geradeaus, nie wieder rückwärts. Ein Verrückter, der ohne TÜV. Oh.
Hast du Bock auf ein bisschen Chakalaka? Was ist das, Chakalaka? Chuki, Chuki, Chuki. Was? Chakalaka, Kollega. Bruder, ich mache dir wie Kakalaka jetzt. Kollega, Chakalaka bitte. Nein, 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 nicht Chakalaka. Ach, Chakalaka. Geh nach Hause bitte. Kollege, letzte Chance. Hast du Bock, mit mir ein bisschen Chakalaka zu ballern? Nein, 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 ich hab Prinzessin, Bruder. Woran denkst du, Kollege? Was denkst du? Was willst du mir? Nein. Oder was? Was? Oder was? Chakalaka da. Was? Oder Kakalaka. Was ist das? Erzähl mir. Was hast du gesagt? Was will ich mit dir machen? Bumzin? Was redest du, Kollege? Ich meine Chips. Chakalaka. Kollege. Wow, 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 Kollegas, was ist los, Digga? Alles klar? Hey, Jungs, Digga, guck mal, ich hab gesehen, er macht Schattboxen von Weitem, Digga. Ja. Habt ihr Bock, 200 Euro zu gewinnen, Alter Schwede, Digga? Für was aber? Guck mal, Digga, ihr macht jetzt beide Schattenboxen. Zuerst du und dann er. Und ich poste das auf TikTok. Und die Zuschauer entscheiden, wer besser gemacht hat. Und dann, Digga, der Gewinner bekommt 200 Euro. Wir sind dabei, aber dann werden wir uns blamieren. Warum blamieren? Nein, ihr werdet euch nicht blamieren. Komm, heide, Digga, Jungs, komm. Round 1. So, bist du bereit, Digga? 3, 2, 1, los! Na Gitarre, was für Jabatte. Tschüss! Okay. Nee, mach weiter, Digga! Reicht? Okay, wahrscheinlich hast du verloren, aber egal, Digga. Komm, Heide, jetzt bist du dran, Digga. Bist du bereit? Round 2. 3, 2, 1, los! Na Gitarre, da geht Hallo, Kollegas. Bruder, bringst du mir bitte einmal Mini-Baked-Rolls? Okay, Mini-Baked-Rolls. Und du? B5-Sushi-Menü. B5-Sushi-Menü. Genau. Trinken? Zweimal Cola. So, einmal hier Döner mit allem und hier Döner ohne Schaf, wie sie bestellt haben. Ayran ist aufs Haus, weil wir haben neu aufgemacht, ja? Guten Appetit. Sushi. Ganz kurz, sorry. Ein Moment, ich muss Sucuk braten, ein Moment. Die Kokette. Das ist deine Augen, ja. Aber wir haben doch keinen Döner bestellt, Bruder. Doch, sie haben gesagt, Döner mit allem und hier ohne Schaf. Hast du irgendwo versteckte Kamera? Willst du uns auf Kopf nehmen? Wie bitte? Willst du uns auf Kopf nehmen? Hast du irgendwo versteckte Kamera? Was ist das Problem hier? Ob du versteckte Kamera irgendwo hast? Nein. Wir bestellen Sushi, kommt Döner einfach. Ja, ist doch der Selami. Ich bring sein Ende gleich. Nimm mal diese Platte, geh mal zurück. Ja doch, gönn dir doch, ja Selami, Digga. Hier, so ich bin... Wo ist dein Chef? Bring mal deinen Chef. Sehe ich aus, als würde ich Witze bring machen, oder Chef was? Jetzt, ich rede nicht mit dir, bring mal deinen Chef. Ey, ich mach keine Witze. Ich rede nicht mit dir, bring mir deinen Chef jetzt hier am Tisch. Gönnen Sie sich Döner Kebab, Witz, Alter Schwede. Hol mal deinen Chef jetzt. Okay, gleich, ich hole ja, Chef, er ist von Müller-Familie, ja? Frau Olum, das schafft mir geht schon um, bin, ne? Jungs, ich bin der Chef von Sushiguku. Es ist nur ein Prank gewesen, das ist die Kamera, Bruder. Ich hab es geahnt, weißt du. Ich küsse eure Herzen. So, und ich denk mal, das reicht für heute. Er hat noch ganz viele andere Videos, die man sich reinziehen kann. Vielleicht füge ich hier und da mal eins davon hinzu. So viel zu unserer heutigen TikTok-Cringe-Folge. Ihr seht, es war wieder sehr, sehr durchwachsen. Ich wünsche euch noch einen schönen, ich wollte schon fast sagen Restsonntag, weil wir heute frei haben hier in NRW. Ich glaube, in ganz Deutschland ist frei. Müsste eigentlich sein. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen restlichen, schönen, freien Tag. /Abend. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, falls ihr noch nicht habt. Denk mal, die bis zum Ende dranbleiben, haben das schon. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt clean, denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.